Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI2, dem Omnibus-Simulator. Heute schauen wir uns mal wieder einen alten Klassiker aus den letzten Videos an, nämlich den MAN Wien-Mod. Ganz wunderschön, ein wirklich toller Gelenkbus-Mod für die Wien-Map und natürlich auch so. Halt, es gibt nur das eine Reprint, es gibt sonst keinen anderen. Also, es ist halt die Wien-Version davon und die ist halt echt, echt cool. Nur mal so kurz von innen, also genauso hat er damals ausgeschaut. Er prägte das Stadtbild von Wien zwischen 2006, 2007 ungefähr oder 2008 bis 2013, wo er dann Schritt für Schritt von den Mercedes-Bussen der Wiener Linien abgelöst. Und ja, und 2018 fuhr er dann seine letzten Touren. Und genau, der Bus ist auch genau auf der Linie gefahren. Bis zum Ende und ich würde sagen, die Fahrt fahren wir heute mal in die andere Richtung nach. Wir sind sie schon von Kalkran weggefahren. Heute fahren wir sie von der Hausfeldstraße bis zum Kalkraner Platz. Ich würde sagen, wir haben eh gleich Verspätung, deshalb fahren wir mal die Motoren hoch und ja, damit die Leute auch einsteigen können. Wir fahren heute natürlich bei Sonnenuntergang. Machen wir mal das Fenster auf, das ist sehr wichtig. Und dann loggen wir uns ein. Genau, Linie 13. Gut, genau. Fehlfolgen. Jetzt auf die 2. Und dann müssen zuerst so ein bisschen Ding aufbauen. Machen wir mal die Tür noch. Bisschen Licht kann auch nicht schaden. Also gebläse zumindest, Klimaanlage hat er nicht wirklich, aber bisschen Luft halten, bisschen Luftdurchzug. Dann steigen sie schon brav ein. Jetzt sollte man nicht aufmachen, schade. Okay. Machen wir mal die Tür zu. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Druck auf, damit das... Wir haben schon eine Minute Verspätung, aber so muss das halt sein, wenn man seinen Bus erst aufbaut. Perfekt, da kommt auch schon unser Kollege. Alles lösen und jetzt geht's. Einer Zwischenfall. Würde ich jetzt einmal so behaupten. Und jetzt nach Langen. Oh, ich habe jetzt 2 Stunden gebraucht, den Bus ins Rollen zu bringen. Wisst ihr, wie geil das ist, wenn ihr dann so fährt, da mit einem Lenkrad. Oh, das ist sehr geil. Besser man lenken kann. Mit dem Lenker, das ist wie mit der Tastatur. Ich habe jetzt so lange Tastatur wieder gespielt in den Streams und so, mit dem neuen Schreibtisch und so. Köstlich. Im Plan sieht es irgendwie nicht so gut aus. Also laut dem Bordcomputer habe ich keinen Plan. Aber wir sind 2,2 Minuten jetzt verspätet. Und ja, das geht, glaube ich. Hat er jetzt angesagt, dass ich bin? Zum Kalkraner Platz. Wunderbar. Jetzt ist alles eingestellt. Dann können wir die Türen zumachen und super losfahren. Ich habe mir jetzt vor kurzem das Environment Pack, glaube ich, heißt es, geholt. Das ist so cool mit diesen neuen Shadern und den Lichtern bei den Autos. Das sieht, macht OMSI irgendwie schon fast Unreal Engine-mäßig. Naja, ist schon nur ein kleiner Unterschied, aber es ist schon mal was Cooles. War da immer misstrauisch, weil irgendwie Bewertungen voll waren mit so Sachen, dass da nichts geändert wird und viel zu überteuert ist. Aber ich bin echt zufrieden damit. Das hat sofort funktioniert. Sieht cool aus.
mich nichts an. Impfung geben. Das ist gut für uns. Ups. Ah, muss man sich noch dran gewöhnen an die Steuerung. So, dann. Heidjörkel, umsteigen zur Linie 96B in Richtung Neubreitenlee. Zankgasse. Na erst, die drängen sich da alle vor. Der hat da gerade Fußgänger und warum sie da, das sind meine. Prinzgasse, umsteigen zur Linie 95B in Richtung Breitenlee. Ist diese Stimmung nicht großartig? Aber dann geht's weiter zu dem Stück. Poleska-Gasse. Gut. Bisschen zügiger vorankommen. Wir sammeln gerade sehr gut Verspätung. Also, wir sollten schon noch bequem fahren, das probiere ich schon noch. Aber gewartet, Kollege. Und hier kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Ein Zebrastreifen. So, da kommt nee. Ah, perfekt. Wenn ich ankomme, gibt es da nichts Schöneres? Adam, weiter geht's. Uns nicht erwischt. Puh, da habe ich immer so Angst bei der Umsee-KI. Beschleunige ich lieber ein bisschen schneller und dann, dass wir keinen Unfall haben. Gerade mit Gelenkbussen hat es Umsee nicht so bei der KI. Verdammt, die Ansage habe ich jetzt nicht mehr. Gladiolenweg. Muss ich schon der Kollege gefühlt hinter uns sein. Bremsen kann.
Junge, was ist denn da für ein Stau? Ja, perfekt. Da sind sie jetzt gestanden. Ist da noch was? Ist da ja, von der Kreuzung. Damit es einen scharfen Kanten besser langsamer sicher will ich immer so behaupten. Ja. Das Gute ist ja, dass der hier bei verschiedenen Türen einsteigt, so wie es in Wien halt üblich ist. Also, sparst du schon ganz schön Zeit. So. Mit 4 Minuten Verspätung geht's weiter. Ich meine Ansage wieder. Süßenbrunner Straße, umsteigen zur Linie 83A. Normalerweise springt ja der automatisch weiter, aber irgendwie habe ich im Fahrplan Problem gehabt und da fährt er allgemein ein bisschen komisch, weil der erkennt es ja nicht einmal im System. Das, also irgendwas mit Verspätung oder so, deshalb habe ich das, die rote Dialogzeile da oben an. Boah, sehr schick. Sehr, sehr cool. Lange nicht mehr so gefahren. Aber echt cool, so zu fahren. Bisschen flott. Ups. Jetzt mir ist geschickt passiert am Computer. So. Ja, 5 Minuten später. Was machen die Wiener Linien mit mir? So. Rückspiel. Geile Mod. So, dann. Dann haben wir jetzt den Gewerbepark. Hier Stettner Straße, Gewerbepark. Umsteigen zur Linie 27A. Elegant fahren wir hier. Keine Halte. Da gibt's eh. So, immer so mit dem. Ah, perfekt. Und dann geht's los. Welche kannst du zusammenlösen? Sehr. Diese Halleffekte bei der Brücke. Boah. Ganz großes Kino. So um sie damals konnte es ist.
Ist das nicht schön? Aus jeder Tür gescheit am E-Steig. So, dann kommen wir keiner. Sehr gut, fahren wir weiter. Ah, nein, Kollege. Oh, verdammt, die Ansagen. Wo wollen Sie gehen? Bis dann hast du einen Wechsel. Puh. Langsam rein. Perfekt. Ja, jetzt ein bisschen zu spät, aber ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Repaint. Ja, und das soll zu meiner V3 und so. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal in meiner YouTube-Community vorbei. Also im Community-Tab von meinem Kanal meine ich damit. Und da findet ihr echt viele Infos dazu, zu meinem eigenen Spiel, Screenshots und so, an was ich halt gerade arbeite. Wenn euch das interessiert, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen, damit ihr auch automatisch am neuesten Stand bleibt. Und auch gleich den Kalkan am Platz. Da so viele Aussteigen. Nee, noch genug. Und da kommt eh schon der Kollege, das was wir gesagt haben. 5 Minuten haben wir mal verspätet. Naja. Immerhin sicher gefahren und müssen wir nicht im Kalkanerblatt stehen bleiben. Positiv sehen, brauchen wir keine Pause, fahren wir direkt weiter. Eugen-Bormann-Gasse, Kalkanerplatz, U-Bahn, Endstation. Umsteigen zu den Linien U1 26. Also ich habe sehr viele Projekte, viele schon angekündigt, gefühlt nichts veröffentlichen, immer nur groß reden. Das kommt jetzt aber dann. Ich habe halt jetzt wieder Schule und so, aber gegen die Osterferien möchte ich dann den Mod releasen, Trailer zu meinem Spiel, das was ich jetzt ewig lang versprochen habe und so. Es braucht halt seine Zeit, aber es kommt. So, dann sind wir da am Kalkanerplatz.
Perfekt, können wir gleich abfahren. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge erst. Dann würde ich sagen, so wie der Fahrplan auswendig. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mal wieder eine andere Linienführung, anderer Bus. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst und natürlich auch den Kanal abonniert. Wir stehen kurz vor den 300 Abonnenten, was wirklich unfassbar ist. Ich freue mich sehr. Und ja, auf die 300 würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.